Professor James Ajay, Diplom-Ingenieur Vasco Fruck, Doktorand Lukas Spitzhorn und die MTA Martina Bohndorf arbeiten am Institut für Stammzellenforschung und regenerative Medizin der Heinrich-Heine-Universität. Ein Ergebnis ihrer Forschung ist das Projekt Uri-Zell. Und das hat das Potenzial, aus ihrem kleinen Geschäft ein ganz großes zu machen. Das Team hat nämlich ein Verfahren entwickelt, mit dem man Stammzellen aus Urin gewinnen kann. Diese Stammzellen sind direkt einsetzbar, zum Beispiel als Knochenzellen oder eben auch als Nierenzellen. Und über den Umweg der Reprogrammierung können wir sogenannte induzierte pluripotente Stammzellen erzeugen. Das sind im Endeffekt Stammzellen, die sich in alle Zellen des menschlichen Körpers entwickeln können. Der große Vorteil des Verfahrens liegt auf der Hand. Es ist nicht invasiv. Keine Nierenbiopsie, kein Eingriff. Pinkeln genügt. Bei minus 196 Grad Celsius lagern die Ergebnisse der Uri-Zell-Forschung. In jeder dieser Kapseln befinden sich fast 1 Million Stammzellen. Sie eignen sich für die Grundlagenforschung, für Toxizitäts- oder Medikamententests, die zukünftig direkt an den Stammzellen aus Düsseldorf durchgeführt werden können. Richtig spannend wird's, wenn die Umprogrammierung zu induzierten pluripotenten Stammzellen hinzukommt. Diese IPS-Zellen sind quasi Alleskönner. Und das Besondere dabei ist, aufgrund der ganz einfachen Gewinnungsweise kann man das für jeden Patienten machen, für jeden Menschen und kann somit personalisierte Forschung und personalisierte Medizin vorantreiben. Man stelle sich zum Beispiel vor, die Dosierung von Medikamenten kann zukünftig individuell an ihren persönlichen Stoffwechsel angepasst werden, mit Hilfe von Nierenzellen aus ihrem Urin. Doch ganz so weit ist es noch nicht. Uri-Zell ist derzeit auf der Suche nach Förderern oder Investoren, die die Entwicklung des Produkts zur Marktreife unterstützen. Egal wie es ausgeht, eines ist dem Team um Professor James Ajay nicht mehr zu nehmen. Der Rheinische Innovationspreis 2018. Herzlichen Glückwunsch!